Hallihallöchen zusammen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearts of Iron 4, in dem die KI von Italien immer noch versucht, gegen mich anzukämpfen. Aber ganz ehrlich, Italien, wo bist du denn? 6,7 Millionen haben wir alleine getötet. Und bei den Deutschen sind es wie viel bitte? Mittlerweile 13 Millionen. Verstehst du? Wir haben mehr als die Sowjets. Und das will was heißen, wenn man sich das Ganze mal hier anschaut. Wir sind relativ gut aufgebaut. Japan wird auf jeden Fall fallen. Das ist schon mal sicher. Und wir haben noch eine kleine... Ja, wir haben noch ein bisschen was bekommen hier. Ich hoffe, dass wir es auch noch schaffen können. Bitte einmal hier durchbrechen und hier durchbrechen. Was haben wir sonst noch? Saarbrücken. Rein da und rein da. Bitteschön auch noch hier mit rein. Ah, da bitte durch, da bitte durch. Zack, zack, zack. Moment, Moment. Ihr bleibt schön hier. Ihr bleibt schön hier an der Stelle. Ich möchte niemanden von euch hier weggehen sehen. Solange wir da nicht durchgebrochen sind, macht hier niemand irgendetwas. Wobei, halt, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Verbesserter Großer, das ist in Ordnung. Da gibt es noch einen Bonus, den muss ich mir noch gleich... Ja, den hole ich mir jetzt gleich. Was soll's? Wo bist du? Bomberschwerpunkt. Ja, Polen. Machen wir. Alles andere ist dann wiederum egal. Dann sagen wir kurz mal noch... Bam, 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 bam. Wir hatten noch was. Ach, da bin ich bereits am Erforschen. Dann hat sich das erledigt. Nur ein paar mehr Reifen. Die kann man immer machen. Ja, mit Wilhelmshaven. Ja, damit. Zack, meins. Nicht deins, sondern meins. Hat eben netter. Dortmund angreifen. Dich hier angreifen. Geht das zumindest? Ja, das haut hin. Das ist zumindest etwas, was funktioniert. Dann sagen wir als nächstes noch. Hier. Gleiche für den Kurs sollen ein bisschen besser ausgerüstet sein. Und ich möchte... Immer noch. Willst du mich vergackern? Jetzt da. Jetzt schaut es ein bisschen besser für uns aus. Du weißt gerade nicht, wo du hin sollst, oder wie? Du gehst einfach aus dem Wasser raus, weil du... Weil dir langweilig ist, oder was? Bitte. Geh zu dem dann hin. Bevor du gar nichts machst, gehst du so an die Front hin. Wir könnten auch noch gucken. Du kommst hier durch, hier durch, hier durch. Ah. Deswegen haben sie gerade Probleme. Okay, verstehe. Verstehe, verstehe. Durchbrennen, durchbrennen, durchbrennen. Nochmal 11 Divisionen. Jetzt soll es eigentlich funktionieren. Die Strecken sind im Betrieb theoretisch. Ja. Yep. Jetzt können auch die Kanonen wieder dort an die Front hingehen. Ist hier was? Hier sind keine. Das heißt, wir probieren es mal aus. Geh mal dorthin. Na komm. Dankeschön. Dann gehst du nach da unten hin. Und danach gehst du quasi einmal hier hin. Passt, die erste Kanone, die da unten ist. Ganz ehrlich, Zeit ist geworden. Aber sowas von. So, noch mehr. Ich sag nichts gegen ein paar mehr Kanonen eigentlich, um ganz ehrlich zu sein. Aber Züge, ja, ich sehe es. Ja, das Zugproblem. Zu viele Züge. Bisschen was runterfahre. Yep, das geht. Noch mehr bei dir runterfahren. Nee, das geht ebenso. Passt. Okay, hier oben kommen wir nicht durch. Warum nicht? Schlechte Versorgung. Verstehe. Den Rest haben wir aber soweit. Ja, der Rest ist soweit in Ordnung. Dann tun wir noch die Erforschung machen. Weil wir hier noch ein bisschen brauchen. Ja, definitiv. Wir haben dich. U-Boote kommen auch raus bis zum Umfallen. In unsere beiden Hauptflotten. Ja, das ist auch in Ordnung.
Gefundenes Fressen habt ihr auf jeden Fall immer irgendwo. Ihr habt es passt ebenso. Ja, das gibt nichts, wo ich jetzt Nein sagen müsste dazu. Bam, bam und bam. Da können wir noch ein paar hinbauen. Ihr kommt auch noch mit dazu. Und danach dich auch noch reparieren. Sagen wir mal, bitte erweitern das Ganze. Und zwar dich hier und dich hin. Dich und dich hin. Und danach tun wir weiter mit dem ganzen Gedöns hier arbeiten. Zack, 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 zack. Passt. Jede Menge Fabriken. Alles andere ist egal. Die Fabriken sind wichtig. Dich haben wir, dich haben wir, dich haben wir. Bombardement gefällt ihnen immer noch nicht ganz. Nachvollziehbar. Vollkommen nachvollziehbar. Sonst haben wir alles. Ja, sonst haben wir alles. Wir haben dich, wir haben dich. Wie schaut es mit der Kanone aus? Ist die auf dem Weg momentan? Ja, die ist auf dem Weg, okay. Dauert nur ein bisschen, bis sie da ist. Sadle. Wir werden angegriffen, aber es macht nichts aus. Nein. Habt ihr... Ja, eine Festung haben die bekommen. Okay, sie sind durchgebrochen hier. Muss man ihnen gestehen, sie sind durchgebrochen. Dann müssen wir nochmal Level 2 hinbauen. Aber ansonsten nichts, wenn ich es richtig sehe. Nope. 9 Stück sind hier, 9 Stück sind hier, 6 Stück sind hier. Also, wir verteidigen uns gut, muss man sagen. Hier wird nichts abgebombt, sondern einfach nur... Überlegenheit gemacht. Das war's aber auch schon. Da haben wir überall einen hinstellen. Und da haben wir ebenso was dran stehen. Die haben hier nicht mal mehr was in der Luft. Oh, das ist schön. Das ist echt heiter. Ne, die Kanone sollte da eigentlich einiges richten an der Stelle. Uns fehlt es noch ein bisschen. Danke, Italien. Wir müssen es einfach wieder ein bisschen mehr durchhalten. Deutschland, wie schaut's aus? 14,1 Millionen. Holla, die Waldfee. Das ist nicht gerade wenig. So, da haben wir sonst noch irgendwo was. Hier haben wir zum Beispiel noch welche. Wie schaut's denn bei euch aus? Bitte... halbieren. Dann nach dort und nach dorthin schicken. Das wäre noch interessant. Und halbieren. Und euch noch bum, 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 da und da hinschicken. Hätten wir euch überall mal ein bisschen. Das wäre lustig. So. Radartechnik. Die tun wir weiter ausbauen. Ihr 6 seid bald fertig. Züge immer noch. Ja, die werden immer noch bombardiert. Aber wir haben diesmal Panzerzüge, also es sollte besser gehen. Besser und schneller auf jeden Fall auf Dauer. Mein Freund, du bist schon ein Dauerangriff da unten. Mhm. Trotzdem Angriffsexperte. Passt. Guter Angriff ist besser als eine schlechte Verteidigung. So, bombardieren haben wir auch fertig. Das ist in Ordnung. Machen wir dich als nächstes noch. Und theoretisch können wir doch sagen, ihr seid es alle hier unten. Dann bitte, du kriegst die Zuordnung zu ihm hier. Wunderbar. Und die Frage ist, könntest du zusammen mit Bombardement... Nein, kannst du nicht, okay. Hat sich schon wieder geklärt, die ganze Sache. Gerade sagen, wenn ich jetzt noch die Hälfte mache, dann könnten wir auch hier und hier machen. Die ganzen Seebereiche hier könnten wir ein bisschen angehen. Muss ja nicht fies sein, aber so ein bisschen. So ein bisschen ist doch nie verkehrt. Einfach eigentlich starten. Mal gar nichts mehr. Und tun lieber 2 Fabriken hier einsetzen. Passt. Ist ein bisschen angenehmer. Können wir in dich noch was reinbauen? Eigentlich ja.
Wir können aber nicht keine Atomreaktoren bauen. Schade. Das ist jetzt echt schade, aber wir können komplett Frankreich vollbauen und das da unten. Das wird nämlich das nächste Ziel werden. Ganz viele Atombomben. So, das passt. Untertanztechnisch. Ja, okay, wir sollten vielleicht irgendwas in dich reinbauen. Hier, damit irgendwas immer läuft. Dich und dich hier. Das ergibt sich dann schon. Hallo, kleines Flugzeug. Wir machen weiter. Bomber. Wir werden so viele tolle Bomber zum Schluss haben. Es wird erstaunlich werden. So, Deutschland. Möchtest du nicht bald mal irgendwie draufgehen? Wir kämpfen schon so ewig lange. Wir tun auch wirklich lange. Aufklärungseinheit. Ich werde es nicht drauf machen, aber was soll's. Ah, die ersten kommen raus. Wir haben dich, wir haben dich, wir haben dich. Geschwindigkeit erhöhen von Schiffen. Ja, bitte. Die sollen nur so nach unten rauschen. Wenn wir 150 haben, gehen wir auf nach Bedarf höchstwahrscheinlich, weil wir ziemlich viele Probleme haben. Achso, du kommst nach unten hin. Go, go, go. Wir haben dich, wir haben dich, wir haben dich. Dann können wir eigentlich noch den weiter noch erforschen. Ja, das wäre jetzt schlecht. Das hätte was für sich. Produktionsleistung erhöhen bei Wasserbombern. Na ja. Das geht immer. Dann sagen wir doch direkt mal bitte. Einfacher, kleiner. Ja, yep. Du warst wieder ein Marinebomber. Nummer 3 Torpedos. Und was war's? Luftnah, Marineangriffe. Warst du hier? Ja, yep, panzerbrechend. Damit kannst du was anfangen. Panzerbrechend ist, wenn sie schwimmen können sogar noch. Haben wir so nah, yep. Die brauchen nur so nah in dich rein. Wunderbar. Du schaust dann quasi so aus. Du bist mit dem mit dabei, das passt. Upgrades kriegst du auch noch mit dazu. Und wir sagen. Nee, brauchen wir nicht da. Turm brauchen wir eigentlich auch nicht. Selbstdichtende Tank zur Luftverteidigung. Ja, warum nicht da? Warum nicht da? Marine 1. Ich glaube, du wirst da ausgetauscht. Bräuchten vielleicht noch ein paar weitere Ölsacher. Das wäre noch was. Nicht nur dort, sondern auch bei mir hier. Aber wir sind zum Glück am Bauen. Das ist in Ordnung. Kriegen wir alles noch hin. Dann müssen wir jetzt noch nichts handeln. Aber, hehehe. Ich würde gerade sagen, wir haben hier was. Ein kleines Update haben wir gemacht. Das hat leider nicht so viel gebracht, aber was soll's. U-Boote sind gut, aber. Ja. Das ist gerade wichtiger. Wir brauchen noch mehr Handelsschiffe. Wir verlieren zu viele. In der Hoffnung, wir haben ein paar Schiffe hier. Dann können wir auch mit Ordnung und mit allem drum und dran starten. Und ich würde mal sagen, wenn die hier runterkommen, können wir auch alle, die wir jetzt haben, da oben hinschmeißen. Definitiv. Go, 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 solle. Dann wird es hier unten ein bisschen angenehmer, weil einfach weniger Sachen da sind. Aber wo ist noch das Hauptproblem? Dass alles momentan hier durchkommt. Und du kannst es gerade nicht bringen, diese Leistung, wenn ich das richtig sehe. Dann müssen wir dich natürlich upgraden. Machen wir noch 2 Stufen weiter. Dann müsste es theoretisch eher funktionieren. Schauen wir mal, ob ich damit richtig liege oder komplett falsch. Ja, ein bisschen was verloren, aber nur ein bisschen was zum Glück. Okay, Marine 1 wird direkt reingemacht und das Ganze ersetzt. Passt. Solange wir was finden können und sehen können, sind wir mit dabei. Da haben wir noch was gefunden. Sonst noch jemand? Nein. Hier auch nicht, hier auch nicht. Nein, nirgendwo etwas. Okay, das passt.
Englische Kanal ist auch soweit freigelegt. Für den Moment zumindest. Ansonsten sehe ich jetzt nichts mehr momentan. Überhaupt gar nichts mehr. Verbindung dich und dich hier. 15, 20, 30. Die anderen sollten eigentlich hochkommen. Yep. Wunderbar, Gas geben. Ja, wir brauchen noch mehr. Auch noch viel, viel mehr. Wir können schon fast 3 Stück pro Woche herstellen, was definitiv nicht schlecht ist. Das muss man mal sagen. Ist nicht schlecht. Ja, 3 U-Boote besiegt. 3 U-Boote, wunderbar. Raketen- und Düsentechnologie. Aber nicht das, was wir bräuchten. Bomber und Co. haben wir eh schon eigentlich so gut wie fertig. Dann können wir wieder sagen, Technologie teilen. Sind wir da ein bisschen besser. So, du hier unten nochmal. Einmal Verschanzung. Und Festungsknacke machen wir jetzt aus dir noch. Das Schöne ist, sie bekommen halt Erfahrung bis zum Umfallen. Das kann ihnen niemand wieder, nie jemand wegnehmen. Du bist hier oben? Okay, ihr seid hier oben. Das heißt, du hier auf nach dorthin. Go, go, go. So schnell wie es geht. Und wir sagen noch Effizienz abfangen. Effizienz Luftüberlegenheit. Ne, Luftüberlegenheit. Gefällt mir gerade ein bisschen besser. Gebe ich offen gleich zu. Wir haben schon wieder mehr. Okay. Marine haben wir auch. Aber dann holen wir uns hier noch mehr dazu. Haben wir hier 71 Bomben oben drüber. Schade. Nicht rechtzeitig gefunden. Das wäre sonst zu schön gewesen, um wahr zu sein. Einer. Ach, der andere ist schon wieder angegriffen worden, oder wie? Willst du mich verkackeiern? Nein, Tatsache. Alle schon wieder angegriffen worden. Aber sie sind alle an der Front dran. Das heißt, sie können mir gerade nichts mehr machen. Das ist zumindest schon mal eine schöne Sache. Radar ist fertig, darum kümmere ich mich gleich noch. Bitte weiter ausbauen. Immer schon weiter Radar ausbauen. Die können wir uns nämlich dann... Oh. Ja, ich sehe bereits, wir haben hier einiges zu sehen. Hier und hier. Ja, die 2 Punkte reichen hier momentan mal aus. In Bezug auf momentan natürlich nur. Dich haben wir. U-Boot vernichtet und noch ein U-Boot vernichtet. Hier sind so gut wie keine mehr drin. Ansonsten. Nein. Sie können mich nicht angreifen. Ja, nicht, ja, nicht, ja, nicht. Nirgendwo. Ach, guck mal. Stimmt, wir haben hier mittendrin hier was. Tatsache, Moment, ihr könnt es komplett ausnutzen an der Stelle. Aber sowas von ausnutzen. 41 Stück, schießt sie ab, kommt schon. Findet sie, findet sie, findet sie. Sobald sie auftauchen, werden sie abgeschossen. Komm schon. Nicht, ach Manno. So viel hier oben dran und nichts wird, nichts funktioniert gegen sie. Wahrscheinlich schon die besseren Modelle. Kann ich mir das recht gut vorstellen. So. Du sagst, dass wir Chancen haben, durchzubrechen. Moment. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Bis nach Istanbul vor und go. Schauen wir nochmal. Bringt es was oder bringt es nichts? Ich will ja nichts sagen, aber es bringt rein gar nichts. Nope, das bringt rein gar nichts. Außer, dass wir wertvolle Kollegen verlieren. Und das muss nicht sein. Überhaupt nicht. Gerade weil wir nicht so viele haben. Eieiei. Danke dafür, danke dafür. Sördle. Immer noch...
Alles mit dabei. Ihr habt angreifen, angreifen, angreifen. Und sie vernichten immer noch Zeugsel bei mir. Tun wir da mal ein Level 2er noch mit reinschmeißen. Das wäre interessant. Jo, 2 Wochen. Ja, dann hätte man nämlich da auch mal wieder was. Um ein bisschen was in die Luft zu verballern. Ah, die nächste. Einmal nach da vorne hingehen. Dankeschön. Und entschlüsselt. Das ist vollkommen in Ordnung. Das passt. Sördle. Hoffentlich gehst du auch dorthin, wo du hin sollst. Yep, okay. Oben an die Front hin. Und das letzte bisschen machen wir auch noch. Dann haben wir genug Reifen für all unsere Projektchen, die wir so haben. Da ist bald niemand mehr drinnen. Wie schaut es denn hier aus? Da schaut es noch ein bisschen anders aus. Wir haben noch nicht ganz die Luftdurheit, aber es wird besser. Wir finden sie nach und nach. Deswegen hat der Gegner keine Chance auf lange Sicht hingesehen. Also wie hier. Deutschland ist entschlüsselt. Ich gebe zu. Ich habe das vollkommen vergessen, dass wir es überhaupt gestartet hatten. Okay. Wenn dem so ist. Eine mehr machen. Dankeschön. Fortgeschrittene. Nee, die nichts besser brauchen wir danach noch. Das ist in Ordnung. Haben wir noch irgendwo irgendetwas gerade an Material? Nein. Vollkommene Abhängigkeit von euch? Ja. Die Frage ist, wenn ich sie den Schlüssel, wird es wahrscheinlich nicht viel bringen. Na. Wahrscheinlich überhaupt rein gar nichts. Argentinien hat auch hier den Kirchherzager Morde. Ihr seid richtig rabiat da unten dieses Mal. Aber sowas von. Was haben wir sonst noch im Angebot? Hier, Kanonen. Was soll's. Dann können wir schon mal sagen, wir haben ein bisschen mehr. Einfacher, verbesserter Flieger. Dankeschön. Du machst später Torpedos. Du machst Panzerbrechende. Du kannst schon mal Düsen reinbauen. Oh, das ist gut. Sehr gut sogar. Ein Schwimmer machen wir noch neu. Upgrade machen wir neu. Da geht nichts mehr. Schade. Aufgangsmodul können wir noch reinbauen. Strategische Bombardierung nützt uns nichts bei dir. Selbstdichtend machen wir noch neu und zusätzlich machen wir noch mit. Na, yep. Ich will gerade, ob ich noch mehr Panzerbrechende mit reinmachen soll. Yep. Torpedos und Bomben passt. Das ist in Ordnung. Und nur noch ein bisschen mehr Chrom stelle ich gerade fest. Das müsste ich machen lassen. Wir hatten noch irgendwo ein Chromlager, ein großes. Bauen wir das schon aus? Dich da hier. Wenn wir dich einmal haben, 1, 2 und 3, dann haben wir wieder keine Probleme mehr. So, die Schützen vielleicht durch und der Rest kommt auch noch demnächst. Und ich merke schon, solange wir nicht angreifen, ist alles gut. Dann funktioniert es auch irgendwie. Bam, 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 bam. Schwere Jäger, nein. Dich noch als nächstes. Den wir gerade eh nicht mehr haben. Bombardement und Co. Ich meine, gerade halten wir ja durch. Verbesserung für die Arbeiter. Wenn wir das auf 100% hochbekommen können, dann haben wir da in nächster Zeit gar keine Probleme mehr mit irgendetwas. Nochmal 5 Stück da reinschmeißen. Kriegen wir schon wieder nichts mehr von euch rüber, oder was? Doch, eigentlich schon. Eigentlich ja, keine Ahnung, was das nicht funktioniert. Haben wir sonst noch irgendwas gerade da? Nein. Zack. Bam, bam und bam, solle.
Was muss doch mal nach und nach funktionieren. Ich verstehe auch nicht, wie das überhaupt noch existieren kann. So wie es jetzt momentan ist. Das ist mir eh komplett fremd da unten. Oh, Radar, hey. Schön, dich zu sehen. Triebwerke haben wir auch. Dann nicht kleinere. Ja, guck mal, so ist. Geh mal direkt auf Düsenjets. Je mehr und je schneller es funktioniert, umso glücklicher bin ich doch. So, jetzt können wir wieder umschwenken, wenn ich das richtig sehe. Auf 24 und auf 20. Da die nächsten paar raushauen. Alles, was wir benötigen. Vom Feinsten haben wir alles, was wir benötigen. Wir haben keine schweren Jäger, aber können es trotzdem mal machen. 16 U-Boote hier immer noch drinnen. Unschön. Nein, behalte es. Dankeschön. Okay, jetzt haben wir langsam echt... Ich brauche es nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Ich brauche demnächst eigentlich Bomber. Das wäre jetzt noch das nächste Beste. Ja, wir brauchen für die modernen Bomber noch 160 Tage. Okay, wir brauchen noch lang. Dann tun wir noch ein paar mehr Züge herstellen. Nur die auf der Kante haben, ist auch schon mal nicht so schlecht. Ja, Hallöchen aber auch. Jetzt will sie teilen, aber wieder wissen. Ganze Front angreifen, hey. Wie habt ihr momentan verloren? 7,9 Millionen. Und Deutschland macht immer noch weiter. 15,3 Millionen. Das sind halt Zahlen, das ist nicht mehr feierlich. Überhaupt nicht mehr sogar. Das machen wir auch noch. Eigentlich brauche ich es nicht mehr, aber was soll es an der Stelle? Was soll es? Helden im Kampf sterben. Yep. Sie werden nicht umsonst gestorben sein, sagen wir es mal so. So, fangen wir endlich an, da unten U-Boote abzuschießen. Yep, machen wir. Okay, noch mehr. Baue ich den gerade überhaupt welche? Stimmt, weil ich welche baue. Okay, das ist natürlich was anderes. Bitte die zwei hier machen. Und da machen wir noch Umrüstung. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht, machen wir nicht. Falsch, 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 falsch. Wir gehen hier rüber und erforschen Waffentechniken. Ja, das passt. Agentin wurde gefangen genommen. Schön für sie. Weg damit. Brauche ich nicht. Nutzt es ihr einfach aus. Ich habe eh keinen blassen Schimmer, wo ihr angreift. Überhaupt nicht sogar. Aber da haben wir zumindest was kaputt geschossen. Besser so als gar nichts. 30, 30, 30, 25, 30. Yep. Ah, jetzt hat es funktioniert. Okay. Weiter vorigen. Wir könnten noch... Ach stimmt, weil wir haben ja... Ganz vergessen. Entkrypten und dechiffrieren. Zack, loslegen. Bei Deutschland ist es egal, aber Italien wäre noch so ein kleiner Fall, wo ich sage, ja, könnten wir gut gebrauchen. Und wenn wir schon mal dabei sind, weitermachen hier. Immer ein bisschen mehr forschen. Nein. Leute, einfach nur nein an der Stelle. Warum bist du jetzt schon wieder hinten unterwegs? Du bist Teil der Roten Armee und die ist da unten, ja. Die hat hier ihre Verbindung. Zack, zack, zack. Und auch hier und auch hier. Alles ist damit verbunden. Die gesamte Front ist verbunden. Du musst nicht quasi hier außen rumspielen und dir überlegen. Okay, weißt du was? Dann kommst du zu sehen heute. Gott im Himmel. Ich hasse es manchmal wirklich. Die möchten ja sterben hier, so wie es ausschaut, aber sowas von. Ihr hier. Aufteilen, ja. Und bitte dort und dort hingegen, was soll's. Wenn ihr was seht, schießt es ab. Okay, sie haben eine Information in diesem Kampf. Keine Ahnung, welche Aktion oder Information, aber wir haben sie zumindest. Können wir nochmal ein paar Stück machen. Ja, gut, komm, was soll's.
Shanxi hat kapituliert. Oha. Höre ich jetzt ein bisschen ungern, aber hilft ja nichts, hilft ja nichts. Da nochmal ein bisschen nach unten gehen, dann passt es. Yep. Wir machen wie viel jetzt pro Tag? 2,3 pro Tag, das ist vollkommen in Ordnung. Und das können wir auch ein bisschen zurückschrauben. Wir brauchen nicht mehr so viel. Wir haben unsere eigenen Materialien. Yep, haben wir. Wunderschön. Sitzt, passt, hat Luft. Bitte hier alles so rum angreifen. Go, go, go. Endlich. Da unten werden jetzt dann 72 Kompanien wegfallen. Und wir können das, was wir haben, nach oben schicken. Invasion auf Italien machen. Das wird schön und das wird fein. Aber wie das Ganze ausgeht, beim nächsten Mal. Macht es gut und wie immer. Tschüssele.